Beide Hände an die Rute. Nach oben die Rutenspitze, nach hinten. Und jetzt feste Überkopf, feste. Wie das mit der Angel geht, zeigt mir Günther Schmitz auf dem Schalkenmeer in Amar. Was gibt's denn hier für Fische? Angefangen von Hechten über Barsche. Alle haben wir hier. Es braucht ja nur ein bisschen Wasser und schon geht die Erholung los. Das Schalkenmeer in Amar, einer von 13 mit Wasser gefüllten Vulkankegeln. Die Augen der Eifel. Diese eigentümliche Landschaft, durch Vulkane geprägt, fasziniert viele Touristen ganz besonders. Auf einigen der Maare darf man neben Angeln auch Tretboot fahren oder im glasklaren Wasser baden. Überhaupt ist in der Eifel jetzt Aktivurlaub angesagt. Rund um die Vulkanseen gibt es eine Menge Fahrrad- und Wanderrouten. Also wir sind richtig angetan. Es ist alles so ursprünglich. Ja? Also, und die Natur ist so riesengroß, so wild, so romantisch, so ursprünglich einfach. Also braucht man nicht mehr ans Mittelmeer fahren. Etwas weiter südlich, in einem engen Tal, sind wir zu einer ganz besonderen Hausführung eingeladen. Karl Graf zu Elz, in 33. Generation Besitzer der Burg Elz, erklärt, warum seine Burg in all den Kriegen nie zerstört wurde. Naja, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir immer Elzer Familienmitglieder auch auf der anderen Seite hatten. Die Familie war so groß, dann hat sie, wenn die Franzosen kamen, ein Familienmitglied bei den Franzosen und ein anderer bei den Kaiserlichen gedient. Und beide haben dafür Sorge getragen, dass diese Burg nicht zerstört wird. Diplomatisches Geschick? Naja, es war auch nicht ganz billig, muss ich sagen. Ja. Normalerweise stehen die Besucher bis weit über die Brücke Schlange. In Zeiten von Corona ist es auch hier etwas entspannter. Für viele ist Elz der Inbegriff einer deutschen Ritterburg. Es ist nicht einfach nur eine Burg, sondern eben so ganz viele kleine Details. Für diese beiden aus Jordanien ist die Burg Elz ein Kindheitstraum. Sie hat mir immer gesagt, wenn wir in Deutschland sind, dann werde ich da zum ersten in Elzburg besuchen. Ja, und heute, sie war so aufgeregt. In Hochzeiten haben in der Burg bis zu 180 Personen gelebt. Auch mit Lukas Kranachs großer Kunst. Und ganz profan? Hier haben die Eltern geschlafen in diesem sehr spätmittelalterlichen, frührenaissancenen Bett, in das man gestiegen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht, wie man es heute tut, fällt. 850 Jahre Burggeschichte, ein in Stein gemeißeltes Märchen. Die Eifel, Burgen, große Wälder, kleine Fachwerkdörfer und der legendäre Nürburgring. Rennstrecke für Lauda, Schumacher, Vettel und für mich. Formeltraining für jedermann. Wiedersehen! Im richtigen Rennwagen. Echt abgefahren. Ah, ganz hoch, Kante. Und jetzt schaust du hoch, Untergang. 17 Männer und ich starten auf einem Teil der Grand Prix-Strecke. Oh, vergessen Spiegel zu richten. Adrenalin bis in die Haarspitzen. Jetzt volle Konzentration. Bis zu 240 Stundenkilometer schnell könnte der Wagen. 15 Runden später. Kein Weltrekord, aber ich fand's ganz schön schnell. Geschafft. Auch die Jungs völlig begeistert. Geil. Jeden Gang erwischt, jedes Mal im Drehzahl drin, so mache ich das. Sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Hätte länger gehen können. Hohe Kurvengeschwindigkeiten und hohe Bremsleistungen, war echt klasse gewesen. Ja. Jetzt haben wir uns eine Stärkung verdient. Hier kommen schon die Milchlieferanten für unseren Ziegenkäse. Auf dem Vulkanhof in Gillenfeld dreht sich alles um die deutsche Edelziege. Zweimal am Tag kommen sie in den Melkstand. Klaus, der Sohn des Hauses. Da kriegt man da auch schon mal eine gedonnert? Ja, das kann schon mal passieren, aber es sind ja zum Glück schöne, leichte Tiere. Und da tut das dann nicht so schrecklich weh. Schnell sind die Euter leer gepumpt. Bis zu 3 Liter Milch gibt eine Ziege am Tag. Und daraus machen wir in der Käseschule einen Ziegenfrischkäse. Milch erhitzen, Molke raus und ein spezielles Enzym rein. Nur noch kalt stellen. Und was man hier alles für verschiedene Käsesorten probieren kann. Ich habe ja gedacht, Ziegenkäse ist streng und eher sehr, sehr kräftig. Aber das ist nur ein Hauch von Ziege. Und das ist ein ganz, ganz, ganz feiner Käse.
Keine Eiffeltour ohne einen Besuch im Kloster Maria Laach mit seiner berühmten Abteikirche. Im öffentlichen Bereich der riesigen Klosteranlage eine Gärtnerei, in der man die schönsten Pflanzen kaufen kann. Für mich ist das einfach ein Ort der Stille und Ruhe und ja, ist mein Lieblingsort. Gleich nebenan ein Hotelrestaurant. Kuchen und feine Speisen mit Kräutern und Gemüse aus eigenem Anbau der Mönche. Wir haben einen Blick auf den See geworfen und jetzt brauchen wir dringend eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja, und mit dem Blick auf den Laacher See endet dann auch unsere Reise durch die Eifel. Ein Landstrich, der so viele unterschiedliche Erlebnisse bietet und ganz viel Raum.